8 Uhr am Morgen. Cheftierpflegerin Sabine Steinmeier benötigt jetzt große Mengen an Obst und Gemüse. Was uns viel erscheint, ist allerdings für Braunbären eher ein kleiner Happen. Im Winter liegt der Tagesfutterverbrauch hier im Bärenwald Müritz bei insgesamt etwa 40 Kilogramm. Im Sommer sind es schon 10 bis 15 Kilogramm pro Tag für jeden der 17 Bärenwaldbewohner. Na, da bist du ganz alleine? Momentan sind nur um die 6 Tiere zu versorgen. Es herrscht Winterruhe. Nicht, wie oft angenommen, Winterschlaf. Die weiblichen Bären bekommen ja in der Winterruhe auch ihre Jungtiere. Also wenn sie komplett Winterschlaf halten würden, würde das ja gar nicht gehen. Die ziehen ja in der Winterruhe auch die Jungtiere auf. Sie fahren die Körpertemperatur runter, wenn sie in den Winterhöhlen sind, und fressen auch im Allgemeinen nichts. Aber es ist durchaus möglich, dass diese Bären auch mal dann aufstehen, ihre Nase aus der Höhle stecken und eine Runde drehen. So sind auch Tapsi und Michau unterwegs. Bären sind sehr individuell, was die Ausprägung ihrer Winterruhe angeht. Und das Wetter spielt auch eine Rolle. Ein Tier ruht fast 5 Monate, andere ruhen erst spät oder verlassen häufiger mal die Winterhöhle. Auch um solche morgendliche Futtergabe auf Verwertbares zu überprüfen. Nur ein kleines Angebot und nur in der kalten Jahreszeit wird kurzerhand über den Zaun geliefert. Im Sommer sperren wir die Bären in die Vorgehege ab und gehen in die Gehege rein und verteilen das Futter auf dem Gelände, machen Enrichments und verstecken das Futter oder spießen es auch auf den Bäumen auf, sodass sie Futter suchen müssen, womit sie dann auch viele Stunden beschäftigt sind, so wie in der Natur. Und jetzt im Winter sind die ja müde und träge. Wir kommen ja auch so dann teilweise in die Gehege nicht rein, wenn noch ein Bär draußen auf dem Gelände ist. Und da füttern wir über den Zaun. Schauen wir uns bei der Gelegenheit Michau noch einmal genauer an. Es fällt auf, dem Bären fehlt ein Vorderbein. Folge seiner absolut ungenügenden Lebensbedingungen in einem Zoo in Polen. Zu eng mit einem Artgenossen zusammengesperrt, kam es durch einen Kampf zu dieser Verletzung. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten macht es sich zur Aufgabe, solche Tiere aus ihrem Elend zu retten. Veranschaulicht werden diese schlechten, auch in Deutschland noch praktizierten Haltungsbedingungen hier auf dem Gelände durch einen nachempfundenen leeren Käfig. Er steht für die leidvolle Vorgeschichte jedes Bärenwaldbewohners. Die Bären stammen aus kleineren Tierparks. Und die wurden alle auf Betonboden gehalten, teilweise auch in Käfigen oder in alten Bärenburgen, sagt man dazu, aus den 60er Jahren. Sie kannten keinen Naturboden, keinen Waldboden, kein Gras, konnten keine Höhlen graben und ihren natürlichen Instinkte auch nicht ausleben. Und das können sie bei uns. Sie können hier auf Futtersuche gehen, sie können Bäume umschubsen, Höhlen graben. Wir versuchen uns so ein bisschen an der Natur zu orientieren und ihnen ein naturnahes Leben zu ermöglichen. Naturnahes Leben heißt, dass man auch mal niemanden antrifft, selbst wenn mit frischen Früchten und Honigbrötchen zu gehaltvoller Winterstärkung eingeladen wird. Die älteste Bewohnerin des Parks lebt hier mit 3 Artgenossen. Aber nur sie lässt sich in der Winterruhezeit ab und zu blicken. Wie gesagt, ab und zu. Ja, hier ist der Platz, wo immer unsere alte Susi auftaucht. Die ist schon 34 Jahre alt, bekommt auch ein bisschen leckerere Sachen. Meistens liegt sie hinter diesem Bergkamm, da ist eine Kuhle. Manchmal sieht man sie auch da liegen. Oder auf der rechten Seite ist eine Winterhöhle. Eins von beiden wird sie jetzt wahrscheinlich sein. Bärenwaldhündin Chara wittert bereits. Wir bekommen Susi doch noch zu Gesicht. Die alte Bärendame verspürt offensichtlich Appetit. Na Susi, bist du aufgetaucht? Schön, Mädchen. Feines Mädchen. Mit 34 Jahren ist Susi bereits älter, als Bären in freier Natur werden. Die gute Pflege und Versorgung im Bärenwald macht's möglich. Ein Zeichen auch dafür, dass es dem Tier hier gut geht,
nach vielen Jahren als fragwürdige Attraktion in einem völlig ungeeigneten Stadtzwinger in Merseburg. Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten betreibt international mehrere Bärenwälder, denn geholfen soll möglichst in den Ländern vor Ort werden. Der Bärenwald Müritz hier in Stur feiert in diesem Jahr schon sein 10. Jubiläum. Auch touristisch inzwischen eine wichtige Institution in der Region. Manche Besucher nehmen weite Anreisen in Kauf. Für den Nachschub an Futter wird jetzt die Anreise auch etwas weiter. Deshalb wurde der Buggy beladen, um damit mehr Futter auf einmal zu drei weiteren Bären zu bringen, die in Winterruhepausen Hunger verspüren. Sabine Steinmeier ist seit 2007 hier im Bärenwald Müritz und ist glücklich, ihren Traumjob gefunden zu haben. Ja, ich bin ja gelernte Zootierpflegerin und habe eigentlich schon immer in meinem Leben mit Tieren gearbeitet. Und ich war bevor ich in den Bärenwald angefangen bin, habe ich in einem kleinen Tierpark gearbeitet. Und als ich dann im Internet gesehen habe, dass die Stelle hier ausgeschrieben worden ist, habe ich mich beworben und dann bin ich hier gelandet. Balu schreitet bedächtig der vegetarischen Flugkost entgegen. Er lebt mit Vater Sigi hier und hält in seiner ganzen Stattlichkeit den Rekord. Balu ist mit 2,20 Meter und stolzen 300 Kilogramm der größte Bewohner des Bärenwalds. Für die Cheftierpflegerin sind nicht nur aus rein professioneller Sicht, aber alle Bewohner gleichermaßen etwas Besonderes. Sie sind alle, haben alle ihre eigenen Charaktere, sind individuell. Man kennt sie, sie haben gute und schlechte Eigenschaften, sie sind wie wir Menschen ja auch. Und ja, ich liebe sie einfach alle und sie sind alle wirklich unterschiedlich. Weiter geht's. Einige Wegesmeter entfernt wartet Ben auf Winterzusatzkost. Sorry. Wir klinken uns an dieser Stelle wieder aus. Wer bis zum nächsten Besuch im Bärenwald Müritz immer auf dem Laufenden bleiben will, was hier so los ist, der kann übrigens Chara, die Bärenwaldhündin, und viele Erlebnisse auf ihrer Facebook-Seite verfolgen.